Wir sehen Deutschsein als etwas, was mit Hautfarbe markiert ist. Also Weißsein ist deutsch. Und alles, was nicht weiß, ist es sozusagen etwas, was dazugekommen ist, aber nicht die gleiche Daseinsberechtigung in einer Gesellschaft hat wie weiße Menschen. Ich bin in Deutschland geboren, Deutsch ist meine Muttersprache. Ich war in meinem Leben einmal auf dem afrikanischen Kontinent als Pauschalurlauber. Also so das Deutscheste, was man, glaube ich, machen kann. Natürlich fragt mich jemand, wo ich herkomme. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Cottbus oder und Ihre Mutter, dann sage ich auch aus Cottbus. Reicht das jetzt schon für Ihre Fragerei oder brauchen Sie jetzt noch das kleine Puzzleteilchen, das Ihnen erklärt, wie ich aussehe? In England sagen sie, we are here because you were there. Also wir sind hier, weil ihr dort wart. Und ja, das ist, denke ich, mir schon ein ganz wichtiger Teil der Antwort. Da ist so die Verantwortung, die hiesige Gesellschaft übernehmen muss für das, was in der Geschichte passiert ist. Und das ist genau der richtige Moment, um schwarze deutsche Geschichte in den Blick zu nehmen und wie sie sich durchweg in ein Teil deutscher Geschichte ist, ein wichtiger Teil deutscher Geschichte ist. Abena Adomaku. Ihre Familie lebt in fünfter Generation in Deutschland. Ja, das sind die tollen alten Fotos hier. Das zeigt so typisch einen typisch deutschen, altdeutschen Haushalt mit Holz und Stofftapete. Also besser, finde ich, kann man deutsches Leben gar nicht beschreiben. Ihr Urgroßvater, Mandenga Diek, wird 1896 als erster Afrikaner deutscher Staatsbürger in Hamburg. Das ist Wahnsinn. Kaiserlicher Stolz. Man hat ja auch gesagt, dass er sehr kaisertreu eigentlich war und sehr deutsch. Ich habe eine Familie mit einer langen Geschichte im Gepäck sozusagen, die vieles erlebt haben oder auch überlebt haben. Also gerade das mit dem Überleben ist so ein wichtiger Punkt. Und aber auch, dass sie schon damals auch für eine Anerkennung ihrer Person sich aufgestellt haben. 1884 in Berlin. Otto von Bismarck beruft die sogenannte Kongo-Konferenz ein. Europäer teilen Afrika unter sich auf, ohne afrikanische Beteiligung. Deutschland wird Kolonialmacht. Schon zuvor waren deutsche Händler Profiteure des Sklavenhandels gewesen. Jetzt dringen deutsche Kolonisten gewaltsam nach Afrika vor. 1904 der erste Völkermord in Namibia. Doch für immer mehr Afrikanerinnen und Afrikaner führt der Weg auch nach Deutschland. Der britische Historiker Robbie Aitken erforscht die Geschichte der schwarzen Europäer. Die Kolonialzeit ist wichtig für die Entstehung einer schwarzen Community, weil das wirklich das erste Mal ist, dass mehrere Hunderte, wenn nicht Tausende schwarze Menschen nach Deutschland kommen konnten. Und die sind aus vielen verschiedenen Gründen gekommen. So zum einen kamen mehrere hunderte von Menschen als Teil von Völkerschauen. Die haben dann getourt innerhalb von Deutschland, manchmal auch innerhalb von Europa. Ab 1870 ziehen die Völkerschauen immer mehr Publikum an. Äthiopien 1913 im Zoo von Hannover.
als Vertragsarbeiter angeheuert, oft mit Familien. Menschen werden gegen Eintritt zur Schau gestellt. Während in Afrika Vernichtungsfeldzüge stattfinden, soll im Reich das Bürgertum für das koloniale Abenteuer begeistert werden. Die Idee dieser Exotisierung, Romantisierung auch, die dahinter gesteckt hat. Lass uns mit der Familie in Zoo gehen, wie wir es ja heute auch kennen. Nur schauen wir uns jetzt nicht Tiere an, sondern irgendwelche exotischen, fremden Menschen. Ne? Also es ging ja auch nicht mal darum, dass sie irgendwie ihre eigenen kulturellen Völker oder Gruppen dargestellt haben, sondern sie wurden inszeniert, haben irgendwie irgendwas dargestellt, was eigentlich gar nicht zu ihnen wirklich gehörte. Die erste staatliche Kolonialausstellung findet 1896 in Berlin statt. Dazu werden 106 Frauen, Männer und Kinder aus den deutschen Kolonien geholt. In herabwürdigender, rassifizierender Weise fotografiert. Das Bild, das die deutsche Kolonialbehörden darstellen wollte, von Afrikaner als weniger zivilisiert, das primitiv, um zu zeigen und uns zu legitimieren, wieso Deutschland überhaupt ein koloniales Projekt hatten. Ja, quasi dieses Civilizing Mission. Die Deutschen bringen Kultur, Zivilisation zu den Afrikanern. Berlin. Hauptstadt des einstigen Kolonialreichs. Die Kolonialverwaltung braucht für Afrika Fachpersonal, Handwerker, Übersetzer. Für die Ausbildung dazu kommen deshalb Jugendliche nach Deutschland, manchmal schon als Schulkinder. Die meisten aus der afrikanischen Elite. Ihre Eltern müssen viel zahlen für die Ausbildung. Meist sind es junge Männer, die kommen. Sie nennen sich untereinander Landsleute. Dass sie länger bleiben, ist nicht vorgesehen. Mit der Woermann-Linie reist 1891 der junge Mandenga Diek aus Douala, Kamerun, nach Hamburg. Auch er stammt aus einer wohlhabenden Familie, spricht schon gut Deutsch, macht eine Lehre als Schuster. Er sollte halt sein Schusterhandwerk im großen Schaufenster porträtieren, seine Arbeit zeigen und fühlte sich dann natürlich auch ausgestellt. Das war eine sehr unangenehme Sache. Und das war dann auch der Punkt, warum er dann seinen Beruf gewechselt hat, mehr oder weniger, und dann als Händler unterwegs war. Auf Reisen lernt Diek die Ostpreußin Emilie kennen. In den Kolonien waren sogenannte Mischehen aus rassenideologischen Gründen verboten. Aber hier in Danzig heiraten sie, bekommen Töchter. Eine hochgeschätzte afrodeutsche Familie. Sie handeln mit Tabak und Kolonialwaren. Das Leben schwarzer Menschen in Deutschland interessierte die Geschichtswissenschaften kaum, bis Katharina Ogontoye kam. Die Historikerin erforschte als erste afrodeutsche Biografien, auch die von Mandenga Diek. Es ist eher erstaunlich, also es hat mich in meiner Forschung auch erstaunt, dass er eine Einbürgerung bekommen hat. Und ich glaube, das liegt daran, dass er relativ früh war und das noch nicht widersprochen wurde aus der Kolonialverwaltung heraus. Weil die meisten, die dann später angefragt haben, denen wurde das dann verweigert. Nach dem Ersten Weltkrieg. Der imperialistischen Expansion wird vorerst ein Ende gesetzt. Mit dem Versailler Vertrag verliert Deutschland seine Kolonien. Französische Siegertruppen besetzen das Rheinland. In ihren Reihen marschieren viele Soldaten aus Afrika. Das empfinden deutsche Nationalisten als Demütigung, als schwarze Schmach. Die Besatzungspraktiken der Franzosen werden für rassistische Hetzkampagnen genutzt. Gegen alle schwarzen Menschen in Deutschland. Der Rassismus wird gefährlicher. Doch es gibt Widerstand, von Anfang an.
Martin Diebobe, der erste schwarze Zugführer Deutschlands, stellt 1919 mit anderen Landsleuten Forderungen in einer historischen Petition. Und er war schon Teil des antikolonialen Widerstandes, der ja immer stattgefunden hat. Also es gab keine Zeit, wo schwarze Menschen sich nicht gewehrt hätten und sich für ihre Rechte eingesetzt haben. Natasha Kelly, Wissenschaftlerin und Aktivistin, sucht die Spuren derer, die etwas in der schwarzen deutschen Geschichte veränderten. Obwohl Diebobe der Weimarer Republik seine Treue schwor, wollte er mit der Petition etwas Neues erreichen. Gleichberechtigung für schwarze Menschen. 18 Afrikaner unterzeichnen die Petition an den Reichstag. Die wollten, dass junge Afrikaner die Chancen haben könnten, nach Universitäten zu gehen oder Hochschulen. Die wollten vermutlich mit dem Blick auf deren eigenen Leben, das Ehen zwischen schwarzen Männern und weißen Frauen anerkannt wurden und legitim waren. Und die wollten auch ein ständiger Stellvertreter im Reichstag haben. Und das sollte Martin Diebobe sein. Die Petition scheitert. Aber sie ist der Auftakt der ersten schwarzen Bewegung in Deutschland. Auch Mandenka Diek hat unterzeichnet. Eine Stele in der Wilhelmstraße in Berlin erinnert daran. Da ist mein Uropa drauf. Ich finde das großartig. Also ich finde das historisch, das macht, das gibt mir ein gutes Gefühl, so dass auch schon mein Urgroßvater gekämpft hat. Die goldenen 20er. Auf den Bühnen Berlins wird die Afroamerikanerin Josephine Baker gefeiert. Ich nenne das immer die Baströckchenzeit. Also ein Schwarzer hat eigentlich mit dem Bastrock rumzulaufen und nicht mit dem Anzug. Theodor Wonja Michael. So sah ich auch mal. Geboren 1925 in Berlin. Als einer der wenigen schwarzen Zeitzeugen konnte er bis vor kurzem noch über die NS-Zeit berichten. Als Kind muss er im Zirkus und in Völkerschauen Geld verdienen. Er hasst es, begafft zu werden. Wildfremde Leute fahren ihm durchs Haar. 1935, nach dem Inkrafttreten der Nürnberger Rassengesetze, verschärft sich die Lage. Kolonialmigranten verlieren ihre Staatsangehörigkeit. Theodor Wonja Michael erhält einen Fremdenpass, wird staatenlos und verliert seine Anstellung im Hotel. Arbeit zu finden ist fast nicht mehr möglich. Es gibt nur eine Nische: den Film. Der teuerste Film der NS-Zeit, Münchhausen, hat einen enormen Bedarf an schwarzen Komparsen, um einen exotischen Palast mit Dienern zu füllen. Erniedrigende Stereotypen erfüllen die rassenideologischen Ziele. Der junge Theodor Wonja spielt den Leibwedler des Sultans, fühlt erst später, wie er unterdrückt wurde. Unterdrückt in dem Sinne, als ich nie eine durchaus positive eine Rolle gespielt hätte, sondern einfach nur Dekoration. Man brauchte die Exoten und hat sie gebraucht. Und heute weiß man, dass man missbraucht wurde. Weiße Überlegenheit. Das zelebrieren die NS-Kolonialfilme. Die Nazis haben feste Pläne, die Kolonien zurückzuerobern. Auch der Film Quacks in Afrika stellt schwarze Menschen diffamierend dar. Dazu offen rassistische Dialoge. Die Brüder, die kenne ich doch.
Sie haben mich schon mal im Berliner Zoo gesehen. Ihnen werden die Witze schon vergehen. Willkommen, willkommen, ihr Trottel. Wo sind die Gastgeschenke? Hm? Afrodeutsche Darsteller müssen die Wilden spielen. Aruba. Den Medizinmann spielt Louis Brody, der Großvater von Abena Adomako. Meine Familie und ein Großteil afrikanischer Menschen in Deutschland haben diese Nazi-Zeit nur deshalb überlebt, weil sie gebraucht wurden für die deutschen Kolonialfilme. Der Alltag für schwarze Menschen wird ab 1939 immer gefährlicher. Auch die Deeks verlieren Pass und Wohnung. Das Geschäft geht pleite. Mischehen werden verfolgt. Die junge Doris Deek hat sich gerade in einen Danziger verliebt. Eine Geschichte war auch die von der Schwester meiner Omi, dass sie eines Tages auf die Straße gegangen ist, wollte etwas erledigen und dann wurde sie angehalten, eingefangen sozusagen, auf eine Polizeiwache gebracht mit der Antwort auf die Frage, wo man sie denn jetzt hinbrächte. Sie würde jetzt zur Sterilisation gebracht. Doris hat Glück. Ein mitleidiger Polizist lässt sie laufen. Rund 400 Rheinlandkinder, Nachkommen der französischen Besatzer, schaffen es nicht. Sie werden zwangssterilisiert. Viele schwarze Menschen tauchen unter. Mindestens 2000 werden im KZ getötet. Die afrodeutsche Community von den Nazis zerschlagen. Und das Ziel ist wirklich, dass es keine weitere Generation von schwarzen Menschen in Deutschland geben soll, aber noch mehr, dass es keine schwarze Europäer geben soll. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit den Befreiern kommen auch schwarze Besatzungssoldaten nach Deutschland. Etwa 5000 Kinder von schwarzen US-Soldaten und deutschen Frauen werden nach 1945 in Westdeutschland geboren. Die Kinder werden selbst noch in den 50ern zum Thema anthropologischer Untersuchungen. Das finde ich halt auch ganz wichtig zu verstehen, dass diese Idee, dass vermeintliche Rassen sich nicht mischen können, schon im deutschen Kolonialismus geboren war und sich bis weit über den Zweiten Weltkrieg hinausgezogen hat, wo dann eben die Kinder von den Alliierten plötzlich ein Problem darstellten, wieder einmal ein Problem darstellten. Eine besondere Gruppe bilden die 3093 Negermischlinge, die ein menschliches und rassisches Problem besonderer Art darstellen, denen schon allein die klimatischen Bedingungen in unserem Land nicht gemäß sind. Hunderte Kinder werden zur Adoption freigegeben, meist in die USA. Oft mit schlimmen seelischen Folgen. 8 Mischlingskinder aus Deutschland flogen von Frankfurt aus in eine neue Heimat. Die farbige Amerikanerin Mrs. Grammer holte sie über den großen Teich. Jetzt hat sie einen ganzen Arm voll adoptiertes Glück. Ein Fernsehreporter besucht 1957 eine alleinerziehende Mutter. Na gut, aber wenn die Kinder mal größer sind, was stellen Sie sich vor, was sollen die Kinder denn werden? Nicht, Ihr Kind kann doch nicht zum Zirkus gehen, oder glauben Sie, dass das eine Lösung ist, wenn Sie Ihre Kinder später mal zum Zirkus gehen? Das will ich auch mit Frau Hohen, ich selber schaffen. Ja, und haben Sie noch nie den Gedanken gehabt, Ihre Kinder mal adoptieren zu lassen? Sagen wir, wollen Sie nicht weggehen? Nein. Nein? Na, warum nicht? Weil ich es irgendwie am Herzen getragen, weil ich meine Kinder gern habe. Erwin Kostede ist ein solches Nachkriegskind. Er wird der erste schwarze Fußballnationalspieler Deutschlands.
Sein Vater, amerikanischer GI. Ich bin hier geboren. Meine Mutter ist George, ich fühle mich Deutscher. Ich fühle mich Deutscher. Ehrlich. Und für mich war das Größte, einmal deutscher Nationalspieler zu sein. 1946 kommt Erwin Kostede in Münster auf die Welt. 6 ältere Geschwister sind schon da. Alle weiß. Seinen Vater lernt er nie kennen. Auf dem Weg zur Schule zeigen ihm die Leute oft den Hitlergruß. Einfach so. Die rassistischen Sprüche kriegt er bis heute nicht aus dem Kopf. Es war die Hölle. Es war für mich die Hölle. Selbst Frauen haben zu mir gesagt, also im Superladen oder wenn ich mich mal daneben benommen habe und so, oder, komm, du kleiner Schwatte, hau du ab nach Afrika oder was, haben sie gesagt, so war das tagtäglich. Ne? Ich sollte ja ins Heim, meine Mutter wollte mich ja wegbringen, also weg hat sie nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, Courage. Ne? 6 weiße Kinder und dann kommt so ein Schwatte da an, ja, ist ja wahr. Und die Leute zeigen mir Finger auf einen. Ne? Im Fußball sieht er seine Chance, den Erniedrigungen zu entkommen. Denn er ist gut. Sehr gut. Als Mittelstürmer bei Kickers Offenbach. Als Torschütze des Jahres 1974 gegen Borussia Mönchengladbach. Und schließlich die Nationalelf. Aber die rassistischen Rufe der gegnerischen Fans hören nie auf. Sie haben auch seine eigene Sprache vergiftet. Triggerwarnung. Bemerkungen, miese gab es überall, glauben Sie mir. Und sie müssen manchmal auch ganz schön hart sein in Deutschland. Und das war ein Teil, die geschrien haben, gerufen haben, 10 Schwule und ein Neger. Ne? Das haben sie, ne? 10 Schwule und ein Neger. Die Presse feiert ihn, aber immer als Fremden. Der braune Bomber. Warum, die hätten ja auch schreiben können, der Bomber und nicht der braune Bomber. Da war schon wieder was hinter, ne? Später, in den 90er Jahren, wird er wegen eines Überfalls angeklagt. Ein Zeuge, ein Fußballfan, meint ihn erkannt zu haben. An der Hautfarbe. Racial Profiling. Beweise gibt es nicht. Kostede wird nach 6 Monaten Untersuchungshaft freigesprochen. Ich war, ich glaube, das allererste eingeschulte schwarze Kind in Cottbus. Und Cottbus hatte damals vielleicht 40.000 Einwohner. Ich habe selber, ich glaube, bis zu meinem 10. Lebensjahr nie einen schwarzen Menschen gesehen. Also ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Ja. Gabriela Wilbold, 1962 in der DDR geboren. Ihr Vater, ein Student aus Ghana, verlässt die DDR wieder. Sie wächst mit starken Frauen auf, ihrer Mutter und 2 Großmüttern, ist eine sehr gute Schülerin. Deshalb darf sie Schülerlotsin werden. Amateuraufnahmen der stolzen Familie. Ja, es war etwas an mir anders, was mir aber von außen beigebracht wurde. Nicht, was ich selber empfunden habe. Ich habe gesehen, die spielen wie ich, also wir machen das Gleiche. Ich rechne wie sie, ich turne wie sie. Aber irgendetwas mit mir war anders. Und in der Familie wurde das nicht formuliert, weil für die war das nicht wichtig und man hat es ja gesehen. Millionen rote Rosen und nun noch eine mehr für die schwarze Rose aus Alabama. Angela Davis zu Besuch in der Deutschen Demokratischen Republik. Black Power bekommt in der DDR mit Angela Davis ein Gesicht. US-Bürgerrechtlerin, Intellektuelle, Kommunistin. In den USA zu Unrecht inhaftiert bis zu ihrem Freispruch 1972. Angela Davis ist
natürlich mit meiner Biografie sehr, sehr verbunden, weil wenn ich jetzt die Fotos angucke, es war ja die Zeit, wo der Afro-Look so modern war. Und natürlich hatte ich einen Afro-Look und ich hatte auch eine Brille. Und im Osten, wo immer ich hingekommen bin, war ich irgendwie immer Angela Davis. Ja, das war ein politischer Kampf, den die DDR geführt hat, der mir gut tat. Ja, also dieses Freiheit für Angela Davis, das hat mich auch gestärkt. Angela Davis brachte ihre besondere Freude darüber zum Ausdruck, dass in der Deutschen Demokratischen Republik die Jugend frei von Rassenvorurteilen heranwächst und in konsequent antifaschistischem, völkerverbindendem Geist erzogen wird. Ende der 70er Jahre holt die DDR immer mehr VertragsarbeiterInnen ins Land. Aus Vietnam, Angola oder Mosambik. Über 200.000 bis zur Wiedervereinigung. Am Leben außerhalb der Betriebe dürfen sie nicht teilnehmen. Nach einigen Jahren müssen sie wieder zurück, ob sie wollen oder nicht. Gabrielas Welt bleibt weiß. Es war ein Vermischen nicht vorgesehen. Alle ausländischen Arbeiter waren in Internaten untergebracht, ja, in denen sie dann auch separat lebten. Ja, also, dass man jetzt einen schwarzen Menschen in einer Kaufhalle oder im Schwimmbad sah, das kam so trotzdem nicht vor. Gabriela Wilbold studiert Medizin und ist bereits junge Fachärztin, als diese Bilder entstehen. Sie wollte immer Gynäkologin werden. Doch der Cottbusser Bezirksrat verlangt, dass sie Hygieneärztin wird. Obwohl die Stadt damals in den 80ern dringend Frauenärzte braucht. Sie wehrt sich und spricht Klartext. Dass ich vermute, dass das aufgrund meiner Hautfarbe nicht passieren soll, weil ich als Gynäkologin ja sehr dicht an den Menschen dran bin, während ich als Hygienearzt in einem Büro sitze und im Grunde auch nicht gesehen werde. Und dass es sich mir natürlich überhaupt nicht erschließt, warum ich das jetzt nicht werden sollte. Sie geht noch weiter. Sie droht damit, eine Beschwerde an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zu schicken. Ja, Fazit war, dass ich, weiß ich jetzt nicht, 2-3 Wochen später einen Brief bekam, wo man mir freudig mitteilte, dass man diesem Wunsch doch entsprechen könnte, weil die Stadt ja wirklich mehr Gynäkologen braucht. Und das wurde geprüft. Und ja, das bin ich jetzt dann eben auch geworden. Zur gleichen Zeit wie Gabriela Wilbold wächst Abena Adomako auf. Im Westen, in Berlin-Schöneberg. Nach Stationen in Paris und London arbeitet sie heute bei einer internationalen NGO. Als junge Frau in den 80er Jahren will sie Optikerin werden und bittet eine Freundin um Hilfe. Ja, und dann kam sie sehr zerknirscht irgendwann, wo ich dann nochmal nachgefragt habe, wie sieht's denn aus? Hast du irgendjemanden, der mich da so mit in die Lehren nehmen würde? Und da sagt sie, nee, ich muss dir leider sagen, die haben gesagt, ja, sie kennen mich ja und aber die Zeit ist noch nicht reif, dass schwarze Hände in einem weißen Gesicht rumfummeln. Und es war natürlich ein großer Schock, für sie sehr unangenehm, für mich ein Schock. Aber das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh, es wird nicht leicht, den Beruf auszuüben, den ich machen möchte. Abena will sich nicht länger fremd im eigenen Land fühlen und sucht Menschen, denen es genauso geht. ...1985 trifft sie auf eine Gruppe von Frauen um die US-amerikanische Dichterin und queere Bürgerrechtlerin Audre Lorde. Lorde ist Gastlektorin an der Berliner Freien Universität und ermutigt die schwarzen Frauen, ihre Gemeinschaftsgeschichte zu entdecken, ihr Schwarzsein zu feiern. Also es war wie eine Erleuchtung, Erleichterung. Alle waren wir da. Mit unserer Schüchternheit, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Erfahrungen, unseren Wünschen, unseren Traurigkeiten. Und es war großartig. Also es war ein Moment, auch aus Isolation zu kommen, aus einer Isolation zu kommen.
Und diese Gemeinschaft hat uns halt getragen. Ja, ich glaube, wir kamen so aus einem luftleeren Raum. Also es gab eben tatsächlich nichts Konkretes. Und als wir Audre Lorde kennengelernt haben, die afroamerikanische Dichterin, da hat sie sich einfach für unser Leben interessiert und hat dann nach einiger Zeit vorgeschlagen, dass wir einander und der Welt uns vorstellen. Das war dann also für Mai und mich, die wir noch sehr jung waren, eine ziemlich große Aufgabe. Beim ersten Treffen waren wir 30 Leute, waren total aufgeregt, denn für uns alle war es ja das erste Mal, dass wir mit anderen Afrodeutschen zusammengetroffen sind. Frauen, die dieselben Erfahrungen hatten, mit denen man sich ohne Worte sofort verstanden hat. Without talking about it, would understand you. I know it makes you smile when I say it, but it's true. It's divine. Im Buchprojekt Farbe bekennen entwickeln sie ein positives Selbstbild. Lorde ermutigt die Frauen auch, Selbstbezeichnungen zu finden. Von nun an nennen sie sich Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche. Es ist wichtig gewesen, weil wir bis dato tatsächlich immer nur eine Objektstellung in dieser Gesellschaft hatten. Es wurde über uns geredet. Wir waren Gegenstand verschiedener politischer wie wissenschaftlicher Debatten. Und ich glaube, durch Farbe bekennen haben wir das erste Mal eine Subjektstimme erhalten und damit auch eine politische Stimme. Es ist der Beginn der zweiten schwarzen Bewegung. Die Gründung der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD, und ihrer Schwesterorganisation ADEFRA. Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! 1989. Für viele die Hoffnung auf ein freieres, besseres Leben. Eberswalde in Brandenburg, 1990. Ein Mob von über 50 Neonazis lauert vor dem Hüttengasthaus jungen Arbeitern aus Angola auf. Von den Nazis auf offener Straße zusammengeschlagen? Amadeo Antonio, 28 Jahre. Einer der Täter springt Antonio auf den Kopf. Foi um sentimento pesado. Wenn ich daran zurückdenke, wird mir ganz schwer. Einen Kollegen, einen Bruder, der bei uns gelebt hat, sterben zu sehen. Einfach nur, weil er schwarz war. Yone Mununga ist wie sein Freund Amadeo nach der Wende geblieben. Als Vertragsarbeiter waren beide 1987 aus Angola in die DDR gekommen. Beide hatten Hoffnung zu studieren. Amadeo Antonio wollte Flugzeugingenieur werden. Stattdessen wird er Arbeiter im Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde. Amadeos berufliche Pläne zerplatzen. Doch er verliebt sich in eine Brandenburgerin. Und freut sich darauf, in 2 Monaten Vater zu werden. Auf ein Leben mit Familie. Amadeo Antonio ist das erste Todesopfer rechter Gewalt nach der Wende. Viele werden folgen, in Ost- und in Westdeutschland. Yone Mununga erinnert sich an diese Atmosphäre. Was ist mit mir? Also, wenn ich auf die Straße gehe, also, es kann passieren, so wie mit ihm passiert es. Also, und dieser Moment war wirklich von uns sehr, sehr schlecht. Darum sage ich, das war ein Krieg. Bei uns war ein Krieg. Also, wenn man im Krieg bist, du weißt nicht, wann du stirbst. Oder wann verlierst du Beine oder einen Arm oder so. Das ist so, wie mit uns war in dieser Zeit. Angst war sehr, sehr groß. In diese Zeit wird er hineingeboren, 1989 in Jena.
Konrad Erben. Er forscht hier an einer Hochschule zum Thema Radikalisierung und ist auch als Sozialarbeiter tätig. Er wächst auf in dem Gefühl, dass ihm jederzeit Schlimmes passieren kann. Das hieß für mich direkte Wege, also nach der Schule nicht irgendwie noch auf den Spielplatz gehen oder irgendwo anders hingehen, sondern nach Hause gehen, wenn man sich mit Freunden trifft, dann möglichst bei denen, und wenn man sich draußen trifft, dann entweder sehr nah an der Wohnung oder in Gruppen. Und auch so das Wissen darum, dass jedes Mal, wenn man irgendwie die eigene Wohnung verlässt, ist es potenziell gefährlich. Ein kleiner Junge, der keine Ahnung davon hat, dass in seinem Stadtteil der nationalsozialistische Untergrund entsteht. Dass die Neonazis Beate Zschäpe und Uwe Mundlos in den Jugendclub an der Ecke gehen. Es kaum sichere Räume für ihn gibt. Die Alltagsgewalt der 90er Jahre scheint zurückgedrängt. Aber der Rassismus ist es nicht. Als Konrad Erben 2016 auf dem Weg zu einem Supermarkt von einer Trinkergruppe rassistisch beleidigt wird, ruft er die Polizei um Hilfe und bittet, die Gruppe des Platzes zu verweisen. Und der Polizist hat sich geweigert. Ich habe ihm dann nochmal versucht, auch zu erklären und nachvollziehbar zu machen, warum ich das für notwendig halte und dass es ein rassistischer Übergriff ist und dass der eben dann auch andere Personen, die rassifiziert werden, an diesem Tag noch betreffen kann und dass deswegen ein Platzverweis aus meiner Sicht auch angemessen wäre. Und da sagte der Polizeibeamte damals zu mir in etwa, ich habe das Gefühl, Sie reiten hier nur auf Ihrer Hautfarbe rum. Anders als junge schwarze Menschen seiner Generation in Westdeutschland hat Konrad Erben lange keine Community um sich, kämpft allein. Aber das hat er geändert. 2018 gründet er eine ISD-Ortsgruppe mit anfangs nur 4 Leuten. Heute engagiert er sich im Vorstand. Seit 35 Jahren gibt es jedes Jahr ein ISD-Bundestreffen. Konrad Erben erlebt es 2019 zum ersten Mal. Das war völlig krass, also da hinzukommen und nur schwarze Menschen zu sehen und so viele schwarze Menschen zu sehen und eine ganz andere Atmosphäre zu erleben. Und das war wahnsinnig toll und wahnsinnig bereichernd. Die schwarzen Menschen, die ich jetzt inzwischen kenne und die dieses Bundestreffen zum Beispiel auch als Kinder schon erlebt haben, beschreiben das als wahnsinnig wichtig für ihre eigene Sozialisation und auch eben diesen Rückzugs- und Empowerment-Raum zu haben und eben zu wissen, man erlebt das ganze Jahr auch viel Mist und viel Scheiße, aber es gibt diesen einen Zeitraum im Jahr, wo man so richtig Kraft tanken kann und wie in so eine andere Welt eintauchen kann. Das Menschenrecht auf ein rassismusfreies Leben treibt die Community politisch an. Also ich habe es eine sehr lebhafte Kindheit in Erinnerung. Auch die Zeit in der Flüchtlingsunterkunft, die habe ich nicht als eine schlimme wahrgenommen. Also das ist ganz gerne so ein Bild, das Leute dann zeichnen. Aber für mich persönlich war es halt, weil ich da geboren bin, völlig normal. Und das war mein Zuhause und da waren viele Kids. Und erst im Laufe der Zeit habe ich halt erst gemerkt, dass das jetzt sozusagen nicht so ein völlig normales Aufwachsen ist. Aminata Touré, die jüngste und die erste afrodeutsche Landtagsvizepräsidentin Deutschlands. Man wird damit konfrontiert, ab dem Zeitpunkt, ab dem man denken kann, wenn man nicht aussieht wie die Mehrheitsgesellschaft. Und das muss ich aber ehrlich sagen, auch vor allem von erwachsenen Leuten, so, die dann ihren Wissensdurst damit gestillt wissen wollen, wo man herkommt. Und man ist irgendwie 6 oder 7 Jahre alt und denkt sich, ich lebe hier halt und ich stelle mir gar nicht diese ganzen Fragen nach Identität oder Herkunft. Und deswegen finde ich das immer sehr lustig und bizarr, wenn ich das aus heutiger
Perspektive betrachte und all diejenigen, die sich mit diesen identitätspolitischen Fragen, und zwar negativ gemeint, auseinandersetzen und sagen, ja, hört doch mal auf, euch darauf zu beziehen. Und dann denke ich immer so, ja, komisch, als ich 6 Jahre alt war, wart ihr das, die unbedingt irgendwie meinen kompletten Stammbaum wissen wolltet, obwohl ich da einfach nur Fahrradfahren war. Ihre Eltern fliehen 1992 aus Mali. Sie wird in eine Unterkunft für Geflüchtete hineingeboren. Schon als Schülersprecherin engagiert sie sich gegen die Diskriminierung Einzelner. Als Politikerin im Kieler Landtag gegen rassistische Strukturen in Gesellschaft und Institutionen. Erzählen Sie doch mal von Ihren rassistischen Erfahrungen, bittet man mich oft. Und ich habe in der Regel absolut gar keine Lust, darüber zu sprechen. Und das aus 2 Gründen. Der erste Grund, viele glauben, dass diese Erlebnisse individuell sind. Die Relativierung beginnt und man erklärt mir, es sind Zufälle. Zufälle, die sich seit 26 Jahren aneinanderreihen. Ich habe super oft gehört, Frau Touré, Sie positionieren sich ständig gegen Rassismus und so weiter, aber Sie sind doch Vizepräsidentin. Da, wo ich denke, was hat der Umstand, dass ich Vizepräsidentin bin, damit zu tun, dass eine andere Person gerade zeitgleich wahrscheinlich in irgendeiner Ausländerbehörde gerade Probleme hat oder rassistisch beleidigt wird auf der Straße? So zu tun, als würden Probleme behoben sein, weil man eine einzelne Person als Figur irgendwo hat, ist so problematisch. Ein Fünftel aller Deutschen haben heute Migrationsgeschichte. Aminata Touré ermutigt sie, sich aktiv an Politik zu beteiligen. Es geht im Kern natürlich auch um die Deutungshoheit. Wer darf Teil dieser Gesellschaft sein und was heißt Deutsch sein eigentlich? Und deshalb zitiere ich zum Schluss eine afrodeutsche Dichterin, Mai Aim, die nicht mehr fragt, sondern einfach feststellt. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter gehen und wiederkehren, wann ich will, wie ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Danke. Afrodeutsche in dritter und vierter Generation. Abenas Mutter Beryl, vor 82 Jahren in Danzig geboren. Dort, wo die Einwanderungsgeschichte der Familie begann. Noch immer muss die alte Dame Fragen nach ihrer Herkunft beantworten. Ja, wo kommen Sie her? Sprechen Sie Deutsch? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier überhaupt? Was sagst du? Ja. Ich bin Deutsche. Was ich denn? Schwarz und Deutsch. Die Geschichte der Deeks zeigt, dass das nie ein Widerspruch war. Dafür musste Abena den Weg ihrer Familie bis in die Kolonialzeit zurückverfolgen. Ihre Tochter, zurzeit in London, ist nun schon die 5. Generation der Familie Diek. Es ist ihre und es ist deutsche Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall weitergeht, als es bisher die Jahre davor gegangen ist. Ich glaube, dass wir keine Ruhe mehr lassen werden, dass wir da sind und dass da auch kein Entkommen ist. Right now.